hinter, drei hinter. Die Polizei versucht hier mit Hunderten oder Tausenden Kräften uns von unserem legitimen Protest abzuhalten. Zwei Orte, viele Demos, etliche Tage. Mahmut-Einsatz für die Polizei. G7-Gipfel. Das ist total unverhältnismäßig, selbst wenn Sie den Verdacht haben. Samstag in München. Die USKler sind auf dem Weg zur Theresienwiese. Dorthin, wo die Demo der G7-Gegner gleich losgeht. Die Veranstalter erwarten 15.000 Demonstranten. Auch autonome, teils linksextreme Aktivisten aus dem sogenannten Schwarzen Block sollen heute dabei sein. Wir gucken jetzt einmal nochmal die Versammlungsfläche an, weil wir später die Begleitung machen. Und genau, mal kurz einen Überblick verschaffen, wo wir später hin müssen, wo was aufgebaut ist, damit wir dann später keinen Stress haben. Max soll später neben dem Schwarzen Block herlaufen und beobachten. Gegebenenfalls eingreifen. Mehrere hundert Demonstranten haben sich derweil auf der Münchner Theresienwiese versammelt. Mehrere tausend werden noch erwartet. Es wird nicht die ganze Zeit über friedlich bleiben. Am Rande der Versammlungsfläche kontrollieren Max und seine Gruppe die Personalien von Demonstranten. Sie sind vermummt. Das verstößt gegen die Auflagen. Wir haben dazu gepasst, zu den Personen, die wir als gewaltbereites Klientel in den Demos ansehen könnten, zusätzlich komplett vermummt. Meine Mütze auf, Brille an, FFP2-Maske natürlich, haben die auch zum Schutz gerade gegen Corona da sein. Zusätzlich hatten die noch schwarze Schirme in der Jackentasche stecken, die einfach auch dafür benutzt werden können, gegen uns verwendet werden können, um sich zu schützen vor Maßnahmen. Darum eine Kontrolle war jetzt ohne Vorkommnisse im Nachgang, darum konnten die ganz normal zur Demo teilnehmen und das war's. Der Schwarze Block ist wie erwartet mit dabei. Brick by brick, wall by wall, make the fortress Europe fall. Anti-Kapitalista, Anti-Kapitalista, Bullenstaat, wir haben dich zum Konzentrat. Vorerst halten sich Max und seine Kollegen noch etwas im Hintergrund. Wir sind die Feuerwehr, wenn was passieren sollte. Aber wir orientieren uns schon mal in dem Bereich, wo wir am ehesten eine Aktion erwarten. Die Demo hat gerade erst begonnen. Schon verstoßen die ersten Teilnehmer gegen Auflagen. Sie knoten Transparente zusammen. So kann die Polizei nicht beobachten, was dahinter passiert. Wir werden dann später einen Helm aufziehen, weil wir noch mit einer Aktion rechnen. Und dass es nachher nicht zu abrupt wird, machen wir es. Bereiten wir es schon mal vor. Die Polizei vermutet, dass Aktivisten des Schwarzen Blocks aus einem Wohnhaus heraus eine Aktion starten. Wird was von oben runterfliegen? Da auf Blick halten. Drei Meter hinter, drei hinter. Was meinst du? Drei hinter, drei hinter. Max und seine Kollegen sollen sich strategisch positionieren. Fahrzeug von drei, wir halten uns am anderen Tor bereit. Plötzlich kommt was von oben. Es ist ein Transparent mit Kritik an den G7-Staaten. Entspannung auch bei Max. Doch die wird nicht lange halten. Denn bei dieser einen harmlosen Aktion wird es heute nicht bleiben. Sonntag. Es ist der Tag, an dem die G7-Gegner in Garmisch-Partenkirchen protestieren. USKler Felix soll dort für Sicherheit sorgen. Auch schon auf dem Weg dorthin. Wir werden jetzt dann in Kürze loslegen und einen Zwischenparkplatz, circa auf der Hälfte zwischen München und Garmisch-Partenkirchen, besetzen. Von dort aus dann eventuell Reisebusse mit Versammlungsteilnehmern, die in Garmisch ihre Versammlung antreten wollen, aufnehmen und begleiten. Es geht los. Felix und sein USK-Team müssen auf jeden Fall vor den Bussen auf dem Autobahnparkplatz ankommen. Der Verdacht? Es könnten gewaltbereite Demonstranten dabei sein.
Die Busse fahren jetzt kurz ein, hier ist eine Kontrollstelle. Die Fahrzeuge, die sie reinlotsen, müssen hier wieder rausfahren, irgendwie. Und dann gucken wir mal. Und? Wer sitzt im Bus? Also man hat erkannt, dass auf den Bussen, die jetzt hier eingetroffen sind, am Parkplatz lediglich komplett entspannte Klientel ist. Kein Auftrag für uns, fürs USK. Dementsprechend haben wir zwar noch Teilkräfte hier, die noch mal ein Auge drauf haben, sollte doch irgendwo Unterstützung benötigt werden. Auch für uns bedeutet es erstmal nach Garmisch weiter zu verlegen. Ankunft Garmisch-Partenkirchen. Die Demonstration wird über eine 3,5 Kilometer lange Strecke führen, unter anderem durch die Fußgängerzone. Auch hier könnte der schwarze Block mit dabei sein. Nach welchen Kriterien könntest du jetzt erkennen, ob jetzt jemand Schwieriges dabei ist, gewaltbereit? Über die Jahre, wenn man ein bisschen dabei ist, kriegt man so ein Bauchgefühl und vor allem kennt man auch immer wieder die einzelnen Gesichter von anderen Einsätzen. Ansonsten ist immer ein klares Signal, wenn sich viele schwarz kleiden und auch die Masken übers Gesicht ziehen, dann sollte man schon mal genauer hinschauen. Ansonsten gibt es tatsächlich ganz viele individuelle Szenarien, die da für uns so das Bauchgefühl erwecken, dass da vielleicht was an Klientel drin ist, das wir auch betreuen sollten. Doch dann Planänderung. Die USKler sollen sich am Rand der Demo aufstellen. Warum geht ihr jetzt in die Straße rein? Wir müssen nicht so präsent sein. Die EH hat das alles im Griff. Die uniformierten Kräfte sind genug und wir sind wirklich nur für den Notfall da. Deswegen ziehen wir uns ein bisschen zurück, dass wir auch gar nicht erst so in den Fokus geraten. Dennoch, eine ungewohnte Situation, nicht direkt an der Demo zu sein. Stattdessen rückt die Einsatzhundertschaft aus. Felix und sein Team sollen nur die Zufahrtsstraßen absichern. Also wir sollen jetzt schon sichtbare Präsenz zeigen hier. Das heißt, sobald die Versammlung beendet ist, stellen wir uns jetzt hier auch in Grundformation neben das Fahrzeug oder vor das Fahrzeug. Sollte da wirklich ein Grand oder, also die Leute sollen hier nicht runtergehen, weil es Richtung Protokollstrecke ist. Das heißt, sie werden von uns abgewiesen. In die andere Richtung ist in Ordnung. Und sollte es da wirklich dazu kommen, dass sie nach oder dass sie unbedingt da durch wollen, dann machen wir eine Kette. Einer vom Fahrzeug rechtzeitig beim Schild und die anderen in der Mitte. Okay? Da geht jetzt keiner durch. Das ist eine strikte Vorgabe. Alles klar. Genau. Während sich Felix und seine Gruppe zurückziehen, wird die Situation direkt auf der Demo allerdings hitziger. Es gibt eine weitere politische Veranstaltung. Die beiden Gruppen treffen aufeinander. Die einen wollen mehr Waffen und Unterstützung für die Ukraine. Putin! Stopp! Putin! Stopp! Putin! Die anderen wollen genau das Gegenteil. Abrüstung. Die Bundesregierung steckt 100 Milliarden ins Militär. Sie nutzen den Krieg in der Ukraine als Ausrede, um ihre Vormachtstellung weiter sichern zu können. Die Stimmung bleibt angespannt. Werden Felix und die anderen USKler jetzt doch noch hinzugezogen? Zurück in München, Samstag. Die G7-Hauptdemo verläuft bislang friedlich. Doch das wird sich gleich ändern. Schon einige Auflagenverstöße, Seitenbanner verknotet, zu viele. Werden sich an die Auflagen halt aktuell nicht gehalten, aber grundsätzlich probieren wir jetzt trotzdem, die Versammlung weiterhin laufen zu lassen. Die Demo mit 4000 Teilnehmern führt zurück zur Theresienwiese. Plötzlich gibt es eine Festnahme von einer anderen Polizeieinheit, mitten in der Demo. Die Situation ist brenzlig. Die Polizei versucht hier mit Hunderten oder Tausenden Kräften, uns von unserem legitimen Protest abzuhalten. Reißt wahllos Leute aus der Menge und nimmt sie mit. Helm auf! Eine Gruppe hat sich von den anderen Demonstranten abgesondert. Es kommt zu Handgemengen. Max und seine Kollegen müssen die Gruppe mit den Demonstranten absichern. Niemand soll mehr durchkommen.
Die Polizei versucht per Mikrofondurchsage zu vermitteln. Vermummen. Ich darf Sie auffordern, die Vermummung abzulegen. Auch Auflagen, nicht auflagenkonform ist auch das Hochhalten, Hochziehen der Transparente, sodass man sie nicht erkennen kann. Die wollen sich natürlich auch nicht festnehmen lassen oder halt die Gruppierungen wollen das verhindern. Deswegen kam es jetzt hier zu einem leichten Nachzieheffekt. Beim zweiten Mal gab es anscheinend einen Fahnenschlag gegen Polizeikräfte, nicht gegen uns. Darum waren wir auch hier von uns keine Maßnahmen. Wir gucken jetzt erstmal und halten uns bereit. Die Lage beruhigt sich. Jetzt hat man es, glaube ich, ganz gut gesehen. Wir haben die lang begleitet. Die haben mehrere Auflagen verstoßen, waren vermummt, hatten Seitenplakate verknotet. Da war aber der Gesamteinsatz oder das Gesamteinsatz viel wichtiger, dass die Versammlung laufen kann. Darum wurde auch nicht eingeschritten und wir haben nichts gemacht erstmal. Das ist ein gewisser Gewissenskonflikt, quasi, dass du als Polizist ja in dem Moment dann die Meinungsfreiheit unterbinden musst. Da habe ich keine Gewissensbisse. Das ist halt einfach so die Regelungslage. So sind die Gesetze. Kurze Zeit später in einer Seitenstraße der Theresienwiese. Max und seine Kollegen nehmen einen Demonstranten fest. Freunde und Familie versammeln sich. Sie finden, die Polizei geht viel zu aggressiv vor. Ich habe Ihnen vorher angeboten, dass ich mit Ihnen spreche. Dann kommen Sie mit zu mir, stellen Sie sich her, dann kann ich mit Ihnen sprechen. Was war denn jetzt das Problem oder was war der Aufreger? Also das Problem war, wir sind nach der G7-Demo in München rausgegangen und dann ist auf einmal die Polizei gekommen, hat angefangen einzeln Freundinnen von uns rauszuziehen, die Personalien zu kontrollieren und das passiert jetzt alle paar Minuten. Wir wissen auch nicht, was das Problem ist, aber... Gab es keine Situation irgendwie? Nö, es gab keine Situation, wir sind ganz normal von der Kundgebung rausgekommen. Wir sind hinter uns gelaufen, haben einen Freund von uns rausgezogen worden, dann haben wir versucht, dem helfen und ein bisschen Info bekommen, dann unsere noch zwei Freunde von hier weggezogen worden. Wir sind immer hier, dann zwei Jugendliche von uns hier weggezogen worden. Wir sind hier, um unsere ganz normale demokratische Recht hier zum Demonstrieren, um G7 protestieren und die greifen uns an. Der Vorwurf der Polizei? Einer von ihnen soll einen Beamten mit einer Fahnenstange angegriffen haben. Die Gruppe sieht das anders. Das haben die euch vorgeworfen? Genau. Grundsätzlich, warum wir die Person jetzt aus der Menge rausnehmen? Sie sind ja friedlich hier. Das war nicht so vorher, jetzt friedlich, ja. Und im Nachgang, wir haben eine Kette gestellt, weil was wollen sie bei der Kontrolle? Die können da gerne in Ruhe rumlaufen, aber die haben jetzt nichts bei der Kontrolle zu suchen. Konnten zuschauen im Prinzip auf weitere Distanz, aber näher wollen wir die Person da auch nicht ranlassen. Das führt nur zu Störungen. Die Situation entspannt sich. Max und seine Kollegen können sich zurückziehen. Zurück in Garmisch. Auf der Demo gibt es noch immer Unruhe. Die Einsatzhundertschaft muss es klären. Eigentlich Felix Kernkompetenz. Aber für ihn heißt es weiterhin nur, Seitenstraßen bewachen. Die Demonstranten dürfen nicht auf die Zufahrtsstraßen Richtung Elmau gelangen. Polizei erlaubt uns nicht zu baden. Wir müssen jetzt hier einen See anlegen. Für die USKler ein ungewohnter Einsatz. Sie können derweil nur neidvoll den Hunden beim Baden zusehen. Ich wäre auch gern ein Hund. Oh nee, es ist Lovecraft. Das kommt rein. Ich wäre auch. Wie war denn jetzt heute so? Was ist denn so passiert? Zäh und trist. Es ist nichts passiert. Also für uns komplett kein Auftrag, den wir irgendwie wahrnehmen hätten müssen. Wir waren eigentlich nur bereit gestanden. Und letzten Endes nicht vorgesehen, beziehungsweise schon vorgesehen, aber nicht verwendet worden. Felix und sein Team begleiten die Busse mit den Demonstranten noch zurück nach München. Die Demo blieb weitgehend friedlich. Hältst du es trotzdem nach wie vor für notwendig, dass da so viel Sicherheit vor Ort ist?
Ich würde das Ganze nicht nur auf die Sicherheit runterbrechen. Ich würde tatsächlich sagen, das große Manko oder das große Problem, das sich ergibt, ist aufgrund dessen, dass der Einsatz so groß ist und so viele verschiedene Facetten hat und so viele verschiedene Bereiche, die auch polizeilich abgedeckt werden müssen, wird irgendwann oder entsteht irgendwann das Problem, dass man die Einsatzkräfte, wie man an uns auch selber sieht, irgendwann auch mal rauslösen muss. Und dadurch entsteht dieser große Apparat und auch diese vielen Einsatzkräfte, die sich gegenseitig immer wieder im Schichtsystem oder dann in anderen Systemen ablösen, um sich selber auch zu entlasten. Weil man hat es jetzt, ihr habt es jetzt auch gesehen, die Nacht war kurz, die Einsatzphasen waren lang. Es hat zwar nicht viel hergegeben aus polizeilicher Sicht, aber wenn man da natürlich weniger Einheiten auf die Beine stellt, dann wird die Einsatzbelastung für den einzelnen Beamten umso höher. Und damit auch irgendwann dann untragbar. Für Felix geht der G7-Einsatz zu Ende. Fazit: viel Polizei, weniger Demonstranten als gedacht. Aus Sicht der USKler: besser als umgekehrt.